Makrophotovoltaik, das ist natürlich eine sehr interessante Technologie und für uns als EWS auch eine echte Herzensangelegenheit. Energieversorger sind ja zunehmend unter Druck geraten wegen dieser Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die natürlich der Landwirtschaft Nutzfläche entziehen. Und wenn man bedenkt, dass die Energiewende ein großes Klimaschutzprojekt ist, dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn wir auf unseren Flächen Energie ernten und dann Futtersoja aus Brasilien heranführen. Das führt das ganze Projekt irgendwie ad absurdum. Wir hoffen sehr, dass, wenn diese Technologie sich bewährt, wir aus dieser Entweder-Oder-Frage rauskommen und in der Tat dann beides haben können: Energieerzeugung und landwirtschaftlichen Ertrag. Ich bin Verbandsdirektor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Wir planen die Siedlungsstruktur, den Freiraum, Standorte und Trassen und in dem Zusammenhang auch grundlegende Fragen der künftigen Energieversorgung. Im Bereich der Energie haben wir ein Riesenproblem, wenn wir in die Zukunft schauen, weil wir kommen von nahezu 100% Atomstromversorgung. Und eins ist klar, diese Versorgung wird 2022 nicht mehr da sein. Und dann müssen wir uns fragen, was kommt danach? Und zwar nicht erst 2022, sondern heute schon. Wir sind eine sehr windschwache Region im Verhältnis zu Norddeutschland. Also bleibt uns im Wesentlichen die Photovoltaik. Die Fläche ist bei uns sehr wertvoll. Wir könnten jeden Quadratmeter dreimal verkaufen. Insofern müssen wir uns genau überlegen, was wir festsetzen. Und da kommt uns natürlich ein Forschungsvorhaben wie Heckelbach absolut zu Pass. Wir sind sehr daran interessiert, die Dinge zu kombinieren. Beispielsweise eben mit der Agrophotovoltaik, dass man in der Höhe Strom gewinnt und darunter Lebensmittel produziert. Für uns als Landwirte ist leider die Herausforderung die, dass Stromerzeugung zehnmal so lukrativ ist wie Nahrungsmittelerzeugung. Und somit braucht es aus unserer Sicht eine Regulierung, dass, wenn man Strom erzeugt, dass es dann nur in Kombination mit Nahrungsmittelproduktion geht, was wir hier beweisen wollen. Für uns ist wichtig, dass die Agrophotovoltaikanlage praxistauglich ist. Und das hat sich nach einem Jahr gezeigt. Bis auf die Einschränkung mit dem Pfosten können wir darunter Landwirtschaft machen, wie wir es sonst gewohnt sind. Ja, wir sehen mit der Agrophotovoltaik die Chance, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten und trotzdem unserer Aufgabe als Landwirt gerecht zu werden. Wir von der Uni Hohenheim untersuchen hier, wie die Pflanzen unter der PV-Anlage durch die Solarmodule beeinflusst werden. Und dazu schauen wir die Pflanzenentwicklung an, natürlich den Ertrag und später auch die Qualität vom Erntegut. Genau, und für den Vergleich bauen wir vier verschiedene Kulturarten an. Zum einen haben wir unten Winterweizen, Sellerie, Kartoffeln und Kleegras. Und die werden eben auf der Fläche unter der Agrophotovoltaikanlage angebaut und dann im Vergleich dazu auf einer Referenzfläche, wo der Anbau eben unter Normalbedingungen stattfindet. Ein wichtiger Teil des Forschungsprojekts ist die Einbeziehung der Bürger vor Ort. Wir vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse untersuchen die Befürchtungen und die Erwartungen der Bürger gegenüber dieser Technologie. Das Ziel unserer Forschung ist zu untersuchen, unter welchen Bedingungen die Bürgerinnen und Bürger bereit sind, diese Technologie zu akzeptieren in ihrer Landschaft und als Teil ihrer dezentralen Energiewende zu begreifen. Nur wenn das gelingt, gelingt auch die Energiewende im Großen. Denn die Energiewende beginnt im Kleinen.